Hi Leute und willkommen zu diesem Video. Ja, es geht um Hochwasser, um Fluten, es geht um die Themen, naja, mit denen Politiker sich nicht so gerne beschäftigen. Und wir leben ja in einem Land, wo einem, naja, das Volk am Hintern vorbeigeht. Von daher greife ich dieses Thema mal auf und möchte euch ein paar Tipps geben, wie ihr euch eventuell vorher verhalten könnt, während einer Katastrophe und danach. Viel Spaß! Los geht's! Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal auf den rechten Monitor von mir aus gucke, denn bei so einem komplexen Thema möchte ich natürlich nichts vergessen. Das ist mir ganz wichtig und von daher habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Fangen wir an beim ersten Punkt. Wissen ist kostenlos. Ja, ihr könnt euer Wissen natürlich erweitern mit Überlebenstechniken, die ihr lernt, zum Beispiel Feuer machen oder Reparaturen. Ja, manchmal ist es so, dass bei einem Hochwasser viele Sachen kaputt gehen, die vielleicht ganz nützlich sind. Und so sollte man auf jeden Fall ein paar Grundkenntnisse parat haben. Und natürlich, je mehr Wissen ihr verinnerlicht habt, je nützlicher seid ihr auch für euer Umfeld. Dann natürlich Erste Hilfe. Erste Hilfemaßnahmen sollten auf jeden Fall erlernt sein, wenn ihr wisst, okay, ich bin hier in einem Hochwassergebiet. Und manchmal ist das nicht ganz klar. Und da kommen wir später zu, denn ich zeige euch eine Internetseite, dort könnt ihr abchecken, ob ihr vielleicht gefährdet seid. Auf Notfälle vorbereitet sein, auch ein wichtiger Punkt. Ihr solltet euch im Vorfeld auch schon einen Notfallplan überlegen. Das kommt natürlich auf die Umgebung an. Es kommt darauf an, ob Leute in eurer Familie Medizin benötigen und so weiter und so fort. Die Medizin, wenn ich weiß, ich wohne in einer Gegend, die vom Hochwasser gefährdet sein könnte, die Medizin würde ich dann so oder an einem solchen Ort lagern, wo ich weiß, da ist es schon relativ sicher. Und das kann man auch im Vorfeld schon machen. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Vorsorge. Und ja, das hier hat auch schon ein bisschen dazu gezählt. Es ist ganz wichtig, dass ihr einen, und das Thema hatten wir gerade, einen Evakuierungsplan ausarbeitet, der natürlich auch auf Kinder und, wenn in eurer Familie vorhanden, Personen, der auf Personen zugeschnitten ist, die zum Beispiel körperlich beeinträchtigt sind. Und da sollte man auf jeden Fall Rücksicht nehmen und das in den Evakuierungsplan mit einarbeiten. Man kann sich überlegen, ob es vielleicht ein paar Fluchtwege gibt. Da kann man im Vorfeld schon mal gucken. Man kann sich vorstellen, okay, was ist, wenn das Wasser so und so hoch ist. Und natürlich ist auch für einen Notfallplan noch Folgendes wichtig, was natürlich alles noch in diesem Video vorkommt, wie zum Beispiel auch die Kommunikation etc. pp. Jetzt kommen wir zum Hochwasser-Check. Ein Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr abchecken, okay, wie gefährdet ist mein Haus, meine Adresse. Es kann natürlich sein, dass die Adresse nicht drin vorkommt. Es kann auch sein, dass das nicht so ganz genau ist. Ich habe allerdings gehört, dass die Webseite relativ zuverlässig ist. Also könnt ihr einfach mal den Link anklicken und einfach mal gucken. Kommen wir zum Punkt Vorbereitung. Und der erste Punkt, das ist für mich auch sehr wichtig, weil ihr wisst vielleicht, ich mache ja Survival- und Bushcraft-Videos. Sammelt Notvorräte, ja, dass ihr genügend Essen habt. Sogar der Krisenschutz schlägt das vor. Das ist nicht paranoid und man ist auch nicht dann unbedingt ein Prepper. Ja. Legt euch Notvorräte an, wie Lebensmittel, natürlich viel Wasser, Medikamente, Dokumente, auch ganz wichtig, dass ihr die auch so einpackt, dass sie vor Wasser geschützt sind. Das mag sich vielleicht manchmal ein bisschen blöd anhören und man denkt, da passiert doch eh nichts. Aber wenn was passiert, ich meine, und dann steht ihr da, habt keine Dokumente, habt nicht viel zu essen, habt nicht viel zu trinken. Vielleicht ist Erdgeschoss komplett durchströmt mit Wasser. Ihr kommt an nichts ran. Deshalb sage ich euch, bevor ihr euch auf Tauchmissionen begebt, die sehr, sehr, sehr gefährlich sind, lagert lieber ein paar Sachen weiter oben im Haus. Man kann natürlich auch Wasserfiltrationsmittel anhäufen oder auch wie ich habe. Ich hole es mal gerade. Micro Pur Forte, ich möchte keine Werbung machen, aber das ist schon ganz vernünftig. Das sind Tropfen, damit kann man Wasser sehr lange haltbar machen und tötet darin die Bakterien. Und die gibt es auch in Tablettenform. Da könnt ihr ja mal gucken, was euch vielleicht zusagt. Und ja, das ist natürlich eine ganz feine Sache, um Wasser wirklich lange haltbar zu machen im Notfall. Ein weiterer wichtiger Punkt sind Überlebensausrüstungsteile. Das bedeutet,
Ich weiß, da scheiden sich jetzt bestimmt wieder die Geister, aber ich empfehle euch einfach ein Zelt parat zu haben, was wirklich vernünftig funktioniert. Kein 20-Euro-Zelt irgendwie aus einem Discounter, sondern wirklich was Vernünftiges, wo auch alle aus der Familie hineinpassen. Ihr könnt euch auch zum Beispiel Planen oder halt Tarps kaufen und die lagern, Schlafsäcke, Isomatten und so weiter und so fort, denn ihr wisst vielleicht nicht, wo ihr übernachtet und unter welchen Bedingungen. Und bevor man, ich sag mal so, darauf hofft, dass andere einem was zur Verfügung stellen, da hat man es doch lieber selbst parat. Es kann zum Beispiel sein, dass bei euch in der Nähe ein größerer Hügel ist, vielleicht mit Bäumen drauf oder einfach nur Rasen, und der wird nicht von der Flut heimgesucht, sagen wir mal, und dann könntet ihr zumindest dort zelten. Oder wenn es richtig kalt ist, dann könnt ihr auch ein Zelt in der Wohnung aufstellen. Zum Beispiel auf einem Bett, dann ist es schön weich und die Körperhitze der Personen, die im Zelt schlafen, sammelt sich im Zeltraum. Das ist natürlich wärmer, als wenn man ja in dem offenen Raum schläft und die ganze Körperwärme schwindet. Aber auch nur ein kleiner Tipp. Strom und ja, Gas sollte man natürlich vorher abschalten, wenn man das noch kann. Ansonsten könnte das ja zu großen Schwierigkeiten führen. Zur Vorbereitung gehört natürlich auch, dass man ein bisschen guckt, was ist hier in meinem Haus los. Man sollte zum Beispiel lose Gegenstände am besten irgendwo gut verstauen, ob das jetzt in Kisten ist oder sonst wo. Sonst könnten sie natürlich durch die Wohnung schwimmen, kaputt gehen, wogegen schlagen oder selbst euch verletzen. Deshalb, wenn ihr merkt, okay, es ist zu spät, das Wasser kommt und ihr seid vielleicht schon abgeschnitten von draußen, ihr kommt nicht raus, aber ihr habt noch Zugriff zum Beispiel zum Erdgeschoss, dann würde ich die Sachen auf jeden Fall schon mal schön zur Seite packen. Vielleicht kommt ja Rettung und die wird dann behindert, weil dort alles rumschwimmt. Und den, wenn es möglich ist, den Keller abdichten wäre auch noch eine Maßnahme. Ja, aber das ist alles sehr leicht gesagt. Jedes oder jede Flut, jedes Hochwasser sieht natürlich anders aus. Von daher würde ich euch nicht empfehlen, in den Keller zu gehen. Aber falls ihr noch die Chance habt, sichert den Keller ab, versucht ihn dicht zu machen. Vielleicht könnt ihr dadurch Schlimmeres verhindern. Na, wenn ihr zum Beispiel jetzt euer Haus verlassen müsst und dafür ist noch Zeit, warum nicht? Zur Vorbereitung gehört natürlich auch, dass man sich informiert über die Rettungsmöglichkeiten, Bootdienste, Helikopter-Evakuierung und so weiter und so fort. Das fällt schon in den nächsten Bereich, wenn die Flut oder wenn das Hochwasser schon da ist, wenn die Katastrophe schon im Gange ist. Aber ihr könnt euch natürlich auch vorher schon schlau machen, was es da für Adressen gibt, wer euch vielleicht helfen könnte. Und vielleicht seid ihr dann die erste Person in einer misslichen Lage, die sich dort meldet, weil ihr vorher schon ja, euch schlau gemacht habt. Kommen wir zur Sicherheit. Ja, auch hier scheiden sich wahrscheinlich wieder die Geister, denn es ist natürlich weise, Schutzwälle um das Haus zu errichten, zum Beispiel mit Sandsäcken, was auch immer. Jetzt ist es natürlich so, dass wahrscheinlich die meisten von euch sagen, ich werde mir doch keine Sandsäcke hier irgendwo in eine Garage oder sonst wo hinstellen, falls mal die Flut kommt, falls mal irgendwas passiert. Das ist ja verrückt. Deshalb sage ich, da scheiden sich die Geister. Wenn ich wüsste, dass die Wahrscheinlichkeit von einer Hochwasserkatastrophe, wenn die hoch bei mir ist, dann würde ich wahrscheinlich vorsorgen, ansonsten würde ich es wahrscheinlich auch nicht. Und immer dran denken, wenn ihr Sandsäcke irgendwo lange lagert, nicht, dass die überwuchern von ja, Efeu oder Gras oder sowas, dann müsste man die natürlich ab und zu mal sauber machen oder halt, wie gesagt, in einer Garage oder sowas lagern. Zur Sicherheit gehört natürlich auch, dass man den Wasserstand im Auge behält. Natürlich kann man jetzt nicht akribisch jeden Tag sich da schlau machen, aber es reicht ja, wenn man einmal im Monat, einmal in der Woche vielleicht mal guckt, ist da irgendwas auffällig und sich einfach ein bisschen ja, up to date hält, was das angeht. Vielleicht gibt es ja auch einen News-Ticker von eurer Stadt oder was auch immer. Vielleicht sieht man es ein bisschen vorher. Ne? Vielleicht kriegt man so ein Gefühl dafür und merkt, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Es ist nur ein kleiner Tipp, ich würde wahrscheinlich selbst nicht dran denken, aber ich wollte es trotzdem mal aufzählen. Ich finde, ja, wenn man ein bisschen vorbereitet ist und ja, sich vielleicht sogar gerade Förster oder so, die kennen sich auch mit den Bächen aus, und wenn die irgendwas Seltsames bemerken, wie einen, ja, ich sag mal, einen abrupten Anstieg,
dann könnten auch Förster eine nützliche Informationsquelle sein. Also vielleicht hat euer Förster sogar eine Facebook- oder Instagram-Seite oder er ist auf X unterwegs. Vielleicht habt ihr da dann einen Draht zu. Denn es sind nicht immer die Politiker, die als erstes Bescheid sagen bei solchen Katastrophen. Manchmal sind es die Leute, die nah am Geschehen sind und denen es egal ist, ob sie jetzt Panik verbreiten. Ja, ein Punkt, den ich eben schon mal angesprochen hatte, und zwar die Gerätschaften, die im Wasser hin und her schwimmen können. Ja, man kann natürlich im Vorfeld schon mal elektronische Sachen wie irgendwelche Radios, was auch immer, Dokumente, Krimskrams halt, hoch auf Schränke packen, wo man weiß, okay, die Schränke sind relativ sicher, dann packe ich schnell das darauf, je nachdem wie eilig man das hat. Ansonsten rate ich halt zu Kisten oder vielleicht sogar im Keller, je nachdem wie wichtig oder unwichtig die Sachen sind. Denn je mehr, ich sage mal, Schutt und Schrott durch die Gegend schwimmt, je schlimmer ist es halt. Und würde jetzt jeder so denken und das schnell wegpacken, sofern es noch möglich ist. Wie gesagt, das ist alles nicht planbar, je besser wäre es dann. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Kommunikation. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass man mit seinen Nachbarn in Kontakt bleibt und dass man sich auch abspricht, wirklich Absprachen hat, dann und dann melden wir uns wieder. Dass man auch merkt, okay, irgendwie der meldet sich jetzt nicht, vielleicht ist da was. Deshalb sollte man vorher immer absprechen, pass auf, in den und den Rhythmen hören wir voneinander. Das kann jetzt auch durchs Handy sein oder so. Natürlich, das Problem daran ist, was ist, wenn ihm was zugestoßen ist und er kann nicht ans Handy gehen. Deshalb sollte man da immer so ein bisschen Augenkontakt haben, auch wenn es nur durch die Fenster ist. Ja, deshalb sprecht euch bitte mit euren Nachbarn an und bietet natürlich auch eure Hilfe an. Das ist ganz wichtig, sofern ihr natürlich in der Lage seid, anderen helfen zu können. Ja, ihr solltet natürlich auch alternative Technologie bereithalten, alternative Kommunikationsmittel, Radios, die natürlich noch mit Batterien funktionieren, vielleicht noch eine Powerbank am Start haben, Solar-Ladeanlagen, was auch immer, dass ihr euch irgendwie noch versorgen könnt, eure technischen Geräte. Das ist ganz wichtig. Es gibt bestimmt auch einige da draußen, die natürlich einen Generator haben und ein Funkgerät und bestens ausgestattet sind. Wenn es euch wirklich gut geht, ihr eine erhöhte Position habt, denkt dran, natürlich den anderen Leuten zu helfen, versucht andere zu erreichen. Das ist wirklich ganz wichtig. Kommunikation ist das A und O, gerade in solchen, ja, in solchen Krisenfällen. Ihr müsst natürlich, was die Nachrichtenlage angeht, das Wetter etc. pp., ihr müsst euch selbst informieren. Ihr dürft euch nicht auf den Staat verlassen. Ich möchte jetzt hier keinen Unmut erzeugen, aber bitte verlasst euch wirklich nicht auf den Staat. Nicht nur auf den Staat von mir aus, sondern informiert euch selbst. Schaut selbst nach, durchforstet von mir aus das Internet, was auch immer, hört Radio, verschiedenste Informationsquellen auf jeden Fall, nicht immer nur die gleiche Quelle, um auf aktuellem Stand zu sein und natürlich auch um von Evakuierungspunkten zu hören, was auch immer. Haltet euch einfach immer wieder auf dem Laufenden, vor allem wenn ihr abgeschnitten seid von, ich sag mal, der Zivilisation. Ja, wenn ihr keinen Zugang habt zu einem Straßennetzwerk, wenn euer Auto weggespült ist, was auch immer, haltet euch auf dem Laufenden, gebt die Hoffnung nicht auf und ja, positives Denken hilft, glaubt mir, die Ruhe zu bewahren, den Blutdruck zu senken, auch wenn das leicht gesagt ist. Ja, ganz wichtiges Thema, hatte ich auch schon angesprochen, vulnerable Menschen. Also Menschen, die ja gefährdet sind, zum Beispiel Leute mit Behinderungen, kleine Kinder, alte Menschen, Leute, ja, die es wahrscheinlich alleine nicht schaffen. Darauf müsst ihr Rücksicht nehmen und natürlich, wenn ihr seht oder wenn ihr zum Beispiel wisst, mein Nachbar ist ein alter Mann, ihr müsst euer Leben nicht gefährden und durch die Flut zu ihm schwimmen, aber ihr könntet auf jeden Fall so lange versuchen und immer wieder anzurufen, bei, ja, wem auch immer, ne, da gibt es verschiedene Adressen, aber das zu melden, zu sagen, da ist jemand, der braucht wirklich dringend Hilfe, dringender noch als ich. Und ja, das ist natürlich schwer, ne? Vor allem, wenn man eine Familie hat, zu sagen, okay, ich rufe jetzt für den an, nicht für mich, wenn ich durchkomme. Aber ja, es wäre natürlich ehrenvoll und die Leute werden es euch natürlich danken. Gar nicht auszumalen, wie katastrophal sowas ist. Kommen wir nun zum letzten Punkt, Verhalten während des Hochwassers.
Ja, ihr müsst natürlich die Anweisungen der Behörden befolgen. Zumindest rate ich das euch da draußen. Keine Sorge, das sind meist keine Menschen, die euch etwas Böses wollen. Die wollen euch wirklich helfen, sofern sie auch genug zur Verfügung stellen an Ressourcen, um euch zu helfen. Das ist ja immer die Sache. Aber wenn, dann solltet ihr natürlich darauf hören und ja, Folge leisten. Ihr solltet euch natürlich auch von überfluteten Gebieten fernhalten, selbst wenn das Wasser sehr flach aussieht, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ach, da fahre ich jetzt mit dem Auto durch oder ach, da gehe ich gerade mal rüber. Es kommt immer darauf an, wie stark die Strömung ist, denn selbst ein Wasser, was sagen wir mal 20 cm tief ist, kann eine so starke Strömung haben, dass sie euch wegreißt. Da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen, also haltet euch am besten davon fern, außer es ist natürlich gar nicht möglich, in euer Leben steht auf dem Spiel oder ihr müsst jemanden retten, koste es, was es wolle. Wenn man keine Wahl hat, okay, aber ich sag's euch wirklich, ich habe einiges erlebt in meinem Leben und dachte auch, ach, da kann ich mal gerade rüber, das war in Bayern zum Beispiel, da war so eine Strömung und das war schon ordentlich. Wenn ich jetzt ein bisschen, na, ich sag mal, nicht so fit wäre, vielleicht ein bisschen älter, wer weiß, vielleicht hätte es mich ja damals dann umgehauen. Und man darf auch nicht vergessen, dass Gegenstände auch in 20 cm tiefem Wasser schnell herumschwimmen. Und wenn das irgendwas Scharfkantiges ist, dann kann das euch natürlich verletzen. Also haltet euch bloß fern, das hat schon vielen Menschen, ja, ich sage jetzt mal, das Leben gekostet. Wenn ihr merkt, okay, ich bin hier echt gefährdet, mein Haus, ganz schlecht, dann solltet ihr natürlich zusehen, dass ihr auch, wenn es euren Stolz verletzt, aber auch zum Nachbarn geht, wenn er besser gelegen ist, wenn er geschützter ist, was auch immer, oder natürlich Notunterkünfte, dann müsst ihr euch natürlich schlau machen, wo die in eurem Dorf, in eurer Stadt sind und dann zusehen, dass ihr dort so schnell wie möglich hinkommt. Sichert euer Haus gut ab. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, versucht irgendwie den Keller abzudichten, die Türen auch im Erdgeschoss und so weiter, versucht alles abzudichten, dass nicht so viel Wasser reinkommt. Das kann manchmal wirklich helfen. Wichtig ist nur, dass ihr einen Fluchtweg habt und natürlich auch den Rettern einen Fluchtweg bieten könnt, den sie auch betreten können. Wenn ihr also einen sicheren Ort gefunden habt, und da kann natürlich auch die Natur euch helfen, es gibt bestimmt höher gelegene Orte oder Orte mit vielen Bäumen, vielleicht kann man sich auch, wenn man draußen unterwegs ist, auf Bäume retten. Das ist allerdings auch ein bisschen gefährlich, denn ein Baum kann natürlich auch gerne mal umfallen, das muss schon ein stabiler Baum sein. Aber wenn ihr in Sicherheit seid, dann ist es halt wichtig, dass ihr nicht zu früh wieder nach Hause kehrt. Denn es kann immer noch sein, dass irgendwo Schlammschichten sind oder scharfkantige Sachen unter dem Schlamm auch sind, wo ihr reintretet. Es kann sein, dass euer Zuhause sogar einsturzgefährdet ist. Ihr müsst das vom Staat abnehmen lassen. Die müssen sich das angucken und sagen, okay, ist alles sicher, Fundament steht, alles super, du darfst wieder in dein Haus. Denn es kann natürlich sein, dass es auch jederzeit einkrachen kann. Man weiß nie, was ist gegen die Wände gehauen, was ist mit den Wänden passiert, vielleicht ist es ein älteres Haus, ist das Fundament aufgeweicht dadurch und man weiß nicht, was für Schäden das genommen hat. Deshalb nicht sofort wieder ab nach Hause, sondern erstmal schön in Ruhe, am besten eine Notunterkunft aufsuchen. Das empfehle ich. Kommen wir zum letzten Thema, vielleicht ein bisschen unangenehmer als sowieso schon alles, aber dass ihr euch psychologische Unterstützung holt nach einer solchen Katastrophe. Denn man weiß ja nicht, was man dort alles erlebt und da rate ich euch wirklich dringlichst, sucht euch jemanden, der mit euch redet, der euch hilft, das, was ihr erlebt habt, zu verarbeiten, denn die Folgen davon, die könnten fatal sein. Ja? Man hat davon meistens dann Spätfolgen, vielleicht sogar ohne es wirklich zu ahnen. Und dann irgendwann nach 10 Jahren, ja, dann ist es vielleicht schon zu spät, weil es zu sehr manifestiert ist. Also von daher, sofort Hilfe suchen, mit Leuten darüber reden, versuchen das Ganze zu verarbeiten. Das empfehle ich jedem, der, ich sag mal, nicht so tolle Sachen dort erlebt hat in einer solchen Situation. Ja, und damit wollte ich dann gerne abschließen, dieses Video. Ich finde es wirklich schade, dass wir in einer Zeit leben, in der ich denke, ich sollte vielleicht mal so ein Video machen.
weil es mir absolut davor graust. Ich muss irgendwie versuchen, nicht zu offen zu reden. Aber mir graust es davor, wenn ich an eine neue Katastrophe denke. Und ich weiß, wir haben diese Regierung auf unserer Seite. Ich möchte hier keine Werbung für irgendeine Partei machen. Ich möchte auch nicht von irgendwelchen Parteien abraten. Aber ihr habt gesehen, wie es gelaufen ist. Meine Meinung ist, dass man sich für das Volk, für das deutsche Volk nicht interessiert, sondern eher für andere Völker. Und das ist eine Katastrophe. Wenn er lacht während einer solchen Situation, dann ist schon alles gesagt. Und alles, was danach geschehen ist, das bestätigt einfach nur das Gelache. Wer da anderer Meinung ist, der kann das gerne sein. Ja, es ist ein freies Land, ihr könnt denken, was ihr wollt. Aber deshalb, ich sag's in aller Güte, ich meine das wirklich nicht böse, aber versucht euch vorzubereiten. Wie gesagt, ich habe euch jetzt ein paar Tipps und Tricks gegeben. Am besten sofort loslegen, einen Erste-Hilfe-Koffer schon mal bereit machen, die ganze Zeltausrüstung und so weiter. Vielleicht nicht im Keller, sondern vielleicht auf dem Dachboden lagern. Im Keller vermufft die auch. Ja, haltet euch schön fit, legt euch ein paar Lebensmittelvorräte an. 2 Wochen reichen vollkommen, auch Wasser. Es kostet nicht viel. Ja. Ein bisschen Mineralwasser hält Ewigkeiten, wenn Kohlensäure drin ist. Absolut zu empfehlen. Von mir aus könnt ihr auch hier zugreifen. Ich habe mir selbst Kanister fertig gemacht mit Mikro Pur Forte. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ihr sicher sein werdet, falls, was ich natürlich nicht hoffe, aber falls es passiert, falls eine Katastrophe bei euch ausbricht, bleibt sicher, euer Sortes und nutzt die Sonne. Wir haben noch eine.